Das folgende Video ist nur eine Fanzusammenfassung und soll das Original nicht ersetzen. Dragon Ball Super gehört Akira Toriyama, Tsujisha und Toei Animations. Bitte unterstützt das Originalwerk und bitte strikt mich nicht. Moin und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute geht es um den letzten Teil von der Dragon Ball Filler Trilogie, nämlich um die Filler von Dragon Ball Super. Persönlich feiere ich Super zwar am wenigsten, weil besonders für Dragon Ball ist die Stimmung einfach viel zu fröhlich, aber es ist, was die Filler angeht, auf jeden Fall gut lustig. Und außerdem, wenn du es noch nicht hast, dann gönn dir auf jeden Fall auch die zwei letzten Videos, wo ich das gleiche für Dragon Ball Classic und Dragon Ball Z gemacht habe. Viel Spaß jedenfalls und dann rein in den Aal. Beerus und Whis sind auf dem Weg zum Planeten von Meister Kaio, denn der Kater möchte den Super Saiyajin Gott live erleben. Währenddessen feiert Bulma Geburtstag und Vegeta plus Goku sind nicht da, weil sie viel lieber trainieren wollen. Das heißt wohl, dass Vegeta wieder auf dem Sofa schlafen muss. Als Hauptpreis beim Bingo-Spiel, das Bulma veranstaltet, gibt es jedenfalls die Dragon Balls. Währenddessen ist die Prinz Pilaf Gang gerade auf einer kleinen Insel gestrandet und wollen die Dragon Balls für sich gewinnen, weswegen sie auch einen Weg finden, um aufs Schiff zu kommen. Jedenfalls erzählt Meister Kaio Son Goku von Beerus, der aber mehr hyped als verängstigt vor Beerus ist, weil Saiyajins sind mehr süchtig als die Typen beim Frankfurter Bahnhof, wenn es um starke Gegner geht. Diese Sucht wird am Ende auch befriedigt, weil Beerus natürlich auch noch erscheint. Der Fall zwischen Beerus und Goku ist vorbei und der Weltraum-Dude möchte natürlich weiter trainieren, was Chi-Chi aber gar nicht fühlt, weil er ein guter Opa für Pan sein soll. Währenddessen will Vegeta nicht mehr Nummer 2 sein und Mr. Satan gibt eine Rede. Im Verlauf dieser Rede kommen Außerirdische bzw. die Botschafter des Planeten Smax an, welche sich eigentlich bei Goku für seinen Kampf gegen die Katze mit Haarausfall bedanken wollen, jedoch präsentiert sich Satan als übelster Mofogger und so kassiert er natürlich das Lob. Damit der Bree aber den kompletten Respekt verdient, soll er gegen einen Botschafter fighten. Also es wird Zeit für seine Bauchschmerzen. Aber zufälligerweise ist auch Goku anwesend, welchen Satan als Schüler ausgibt und so kämpft dieser gegen die Außerirdischen. Da aber Chi-Chi vorbeikommt und sich Goku nicht nur von Yum-Yum-Nudeln und Mikrowellenburgern ernähren möchte, verpisst er sich wieder. Jedenfalls ist Satan noch nebenberuflicher Pokémon-Trainer, denn sein Hundi schlägt seinen Gegner in die Flucht, denn diese sind als hochentwickelte Spezies machtlos gegen diese Tierart. Das Galaxienduell zwischen Champa und Beerus ist vorbei und nun findet eine Siegesfeier statt. Bislang hat aber niemand herausgefunden, dass Beerus bezüglich Monaka hart gecappt hatte. Dieser taucht auch zufälligerweise auf der Party auf und dort merken alle, dass Monaka ein Schwächling ist, was auch Beerus zugibt. Der einzige, der das nicht mitbekommt, ist natürlich Goku, der einen unglaublichen Drang hat, ihn zu fighten. Und der macht auch gefühlt alles, damit dieses 1v1 stattfindet. Na gut, aber erstmal machst du 1 Million Sit-Ups. Oh, naja, der macht das ja wirklich. Zur Ablenkung soll sogar der Gott der Zerstörung zum Gott der Cosplayer werden, um eine Transformation vorzutäuschen. Also kämpfen Beerus und Goku erneut, aber die anderen haben ganz schön Mühe, Goku so zu täuschen, dass er das kaputte Kostüm nicht sieht. Was soll denn das werden? Monaka hat uns dazu gezwungen, er kann den Willen der anderen manipulieren. Oh, was ist jetzt? Meine Hand! Sie will nach dir greifen, ich kann nichts dagegen tun! Du elender Schmierenkomödiant! Beerus macht jetzt aber auch auf Ernst und am Ende kann Whis den ganzen Aal stoppen. Jetzt benimmt sich Goku komisch, denn er hat irgendwie keinen Hunger, was eigentlich gegen das dritte Naturgesetz spricht und zudem kann er seinen Körper nicht mehr richtig kontrollieren. Meister Kaio erzählt deshalb, dass Son Goku eine Kieferspannung hat, also gefühlt Saiyajin Muskelkater. Dadurch zerstört auch Goku mal wieder sein Haus, sodass sie bei Gohan unterkommen müssen, wobei sie Piccolo beim Babysitting ablösen. Und der Bruder ist einfach ein wirklich professioneller Babysitter mit 10 Nummer 1 Platzierungen. Jedenfalls verlieren sie Pan, die gerade bei der Pilaf Gang ist, und da diese Angst vor Piccolos Zorn haben, flüchten sie, aber leider natürlich mit Pan. Darauf geht das Schiff kaputt und Pan nutzt ihre Saiyajin-Kräfte und fliegt erstmal in das Weltall, habe ich als Baby natürlich auch gemacht, und kehrt dann auch von alleine wieder nach Hause zurück. Trunks und Goten landen auf dem Planeten Pot-Ö-Fö, weil sie sich selber aus Versehen in Monakas Lieferwagen eingesperrt haben und dort treffen sie auf Podditch, welcher von Grill und seiner Truppe bedroht wird. Trunks und Goten regeln anschließend natürlich die Sache. Die Typen sind
sind jedenfalls ganz versessen darauf, das magische Fiji-Wasser des Planeten zu ergattern, weil es Superkräfte verleihen soll. Pottage hat den Schlüssel zum Wasser, was by the way einfach ein Schnuller ist, jedoch mehr verloren als Deutschland in der WM und dieser wird auch gefunden von Grill. Jedenfalls wollen sie Grill den Schnuller auch wieder abnehmen, aber Monaka ist dort einfach als Geisel. Keine Ahnung, wie sie den stärksten Mann der Galaxie so einfach überlisten konnten. Währenddessen bemerken Vegeta und Bulma, dass die Kinder weg sind und dafür haben sie sogar Jayco angehauen, welcher zufälligerweise auch Grill festnehmen muss. Auf Portefeuille kommt auch Vegeta dazu und dieser unterschätzt die Situation und wird dann natürlich von Grills Wackelpudding-Fähigkeiten festgesetzt, die er durch das Wasser bekommen hat und die den Gegner jegliche Kraft entziehen und anschließend sogar einen Klon des Angreifers herstellt. Jedenfalls machen die Brees einen Rückzug und Pottage erzählt, dass das heilige Wasser gefühlt ein verbotenes Jutsu ist, weil die Klone eine eigene Persönlichkeit entwickeln und so diese Kraft nicht kontrolliert werden kann. Also mit anderen Worten, es ist wie in jedem Klischeefilm mit künstlicher Intelligenz, der auch nur gefühlt 4 Sekunden in der Zukunft spielt. Die Brees müssen sich jetzt auf jeden Fall beeilen, weil sonst löst sich Vegeta in 4 Minuten auf. Aber jetzt ist Tanzkurs-Time, also taucht Gotenks auf der Bildfläche auf, aber der hat keine Chance, was aber auch Goku und Kaio spüren. Würde es darum gehen, Vegeta den Kill auf Freezer abzustauben, wäre Goku jedenfalls schon vor 10 Minuten da gewesen. Theoretisch könnte auch Erdbeer-Wackelpudding Vegeta Goku auch die Kraft ausrauben, aber wenn es darum geht, Kakarot zu zeigen, dass man doch nicht die ewige 2 ist, was man eigentlich doch ist, dann kann da kein Vegeta widerstehen. Er ballert jedenfalls auch Grill weg, weil er ungestört kämpfen möchte. Vor allem bleibt Vegeta erstmal wenig Zeit und Goku kämpft erstmal in seiner normalen Form. Vegeta kann den Scheiß jedoch nicht mit ansehen, weil Kamino Vegeta sich übelst blamiert, weshalb die beiden auch in Super Saiyajin Blue switchen. Vor allem ballert Vegeta sich erstmal einen Schnuller rein, um vielleicht 3 Sekunden länger zu leben. Währenddessen müssen die anderen Grill besiegen, um das Kernstück in ihm zu zerstören, was sie auch schaffen, sodass Vegeta nicht mehr durchsichtig ist und nun endlich wieder wichsen kann. Bruder, wie bin ich auf dieses Skript gekommen? Bruder, habe ich das um 3 Uhr geschrieben? Future Trunks kann sich nun endlich wieder in seine eigene verschissene Zukunft verpissen und Goku hat jedenfalls vor, Kaio wiederzubeleben. Bulma möchte sich auch etwas wünschen, nämlich ein Kristall aus dem Erdinneren für ihre Maschine. Und Bruder, Dragon Ball Super macht hier mal den ungünstigsten Cut der Welt. Muten Roshi sagt so: Gibt's nicht irgendwo ein paar knackige Mädels oder so? Und dann wird einfach so zu Pan geschnitten. Als Shenlong dann gerufen wird, kommen gefühlt alle Side-Character aus ihren Löchern, sodass sich der Drache schon richtig bedrängt fühlt. Jedenfalls wird Gohans Wunsch erfüllt, also dass Pan von ihrem schweren Fieber erlöst wird. Weil es wäre natürlich Quatsch, dass ein Saiyajin in etwas anderem als ein Filler von keinem... Mann, ich krieg diesen Satz nicht hin. Weil es wäre natürlich Quatsch, dass ein Saiyajin in etwas anderem als einem Filler von einem, keine Ahnung, Virus ausgenockt wird, wenn man sonst auch gegen Aliens auf einen explodierenden Planeten kämpfen kann und man generell einen krasseren Körper hat. Vor allem stellt euch mal vor, ihr wollt zur Schule schwänzen, weil ihr keinen Bock auf Herr Baum habt und dann holen eure Eltern einfach mal Shenlong. Jedenfalls kommt noch Beerus hinter Bulmas Zeitmaschinenplan und Shenlong kann nicht mehr bleiben, weil er schon zu lange da war und so bleibt Meister Kaio tot. Folge 69, nice, ist jetzt auch eine Call-Up-Folge, nämlich zwischen Dragon Ball und Fortnite. Okay, stellt euch das mal vor. Nee, aber zwischen Dragon Ball und Arale, welcher der Main-Char in Toriyamas vorherigen Manga namens Dr. Slump ist. Jedenfalls ist Bulma eigentlich dabei, einen Wissenschaftspreis abzuräumen, aber der Erfinder von Arale, welcher by the way ein Android ist, also sie hat keinen Airdrop, räumt hier den Preis mit einem Wunscherfüller ab. Jedoch widerspricht das Dr. Majiritos Vorstellung, der ein Feind von Dr. Slump ist. Also crasht dieser mit der mit Drogen vollgepumpten Arale die Veranstaltung. Jedenfalls switcht hier Vegeta mal vom Fight-Manga zum Gag-Manga und spielt hier mal Guillotine für Arale. Aber sie ist natürlich ein Roboter und nun fighten Goku und Arale, wobei Arale aber auch ein bisschen OP ist. Jedenfalls wünscht sich Bulma das Leckerste auf der Welt und deswegen schallert natürlich der Weltraum-Nacktmüll vorbei, der natürlich wieder mal in seinen Super-Villain-Arc schallert und dann dick scheißen muss. Champa und Beerus sind süchtig nach komischen Duellgründen und deshalb machen die Brees einfach mal ein Baseball-Duell. Vegeta und Goten spielen jetzt aber im Gegnerteam, weil in Champas Universum gibt es einfach nur gefühlt 5 Leute. Jedenfalls ist Baseball mit Saiyajins ein bisschen schwierig und ausnahmsweise überzeugt Mayamshu. Ja gut, vielleicht kriegt der Brees vielleicht doch noch hin zu sterben. Jetzt bekommt jedoch Vegeta sein wohlverdientes 1v1 gegen Kakarot und Yamshu wird ausgenockt. Jedenfalls beefen sich Champa und Beerus, aber Whis und die andere Shaya gehen dazwischen, weil Yamshu und damit das 7. Universum gewonnen hat. Und Krillin muss nochmal Sand in die Wunde von Yamshu streuen. So wie er da liegt, habe ich ihn doch schon mal gesehen, Leute. Eine schmerzliche Erinnerung.
Zurzeit wird jedenfalls der große Saiyaman auf die Leinwand gebracht, der von einem arroganten Schauspieler gespielt wird. Gohan spielt auch in diesem Film mit, aber als Stunt-Double, und er lässt sich auch ein bisschen mitreißen, sodass er als festes Stunt-Double engagiert wird. In der Stadt kämpft dann Gohan gegen ein paar Bankräuber, die jedoch von einem Alien gedopt wurden, welches Jaco entflohen ist. Jedenfalls bekommt noch eine Schauspielerin von Saiyamans wirkliche Identität mit. Jaco denkt jedenfalls auch, dass Gohan von den Alien übernommen wurde, aber der Spieß sagt, du bist Gokus Sohn, der so spießig geworden ist, kann das bereinigen. Beri, der arrogante Schauspieler, nutzt jedoch die Situation aus und möchte auch Gohans Ehe einfach mal so zerstören. Jedoch rechnet er nicht mit Videl und so klappt das natürlich nicht, aber das entlaufene Alien infiziert den Schauspieler und entführt so einfach Pan. Jedenfalls transformiert er sich noch, aber natürlich darf Son Gohan vor Pans Augen nicht verlieren. Son Gohan kämpft als Saiyaman gegen Son Goku, aber eigentlich hat dieser keine Zeit. Also ist Son Goku auf, um Krillin zu nerven. Und dieser wird erstmal selbst von seiner Frau geshittalkt, weil er abgebaut hat. Die beiden sind jetzt jedenfalls auch auf zum Herrn der Schildkröten und nun muss Goku cosplayen. Krillin und Goku müssen als nächste Trainingseinheit ein Kraut für den muten Roshi holen. Wahrscheinlich ist das dann japanischer Tee. Im Wald erscheint dann auch Uranai Baba, die beiden auch beobachtet, und in einer Höhle tauchen dann auch frühere Erzfeinde auf. Krillin bekommt jedenfalls davon PTSD und selbst Goku merkt, dass Krillin Angst vorm Sterben hat. Das hat zur Folge, dass Krillin einen Kampf gegen sich selber führt. Währenddessen bekommt Goku Probleme, aber er durchschaut die Illusion, nämlich dass die ganzen Gegner nur durch die Angst da sind. Krillin kämpft nun auch endlich gegen die Gegner und hört auch auf, Angst zu haben. Aber Son Goku wird festgesetzt und so präsentiert er seinen neu gefundenen Mut. So Leute,